Vor ein paar Monaten kriegte ich einen Anruf von Silke Zeitler, das ist die RTL-Pressesprecherin. Ich bin ja wirklich so ein RTL-Sklave. Und sie meinte, hör mal, hast du nicht mal Lust, dir die Formel 1 am Nürburgring aus der Boxengasse anzugucken? Also quasi Scampi-Lutschen vor Publikum. Und ich hab gedacht, Schröder, hast du das nötig? Dich mit drittklassigen Alitalia-Stewardessen und fünfklassigen Gebrauchtwagenhändlern aus Thüringen in die Boxengasse zu stellen und dir die Biene hektoliterweise mit Mülscherdorf vorzuschrauben und das alles noch vor Publikum? Ich sag, ja sicher. Ich komme, mach fertig, mach fertig. Er sagt, du brauchst einen Ausweis. Ich sag, Ausweis. Ich bin da überall so reingekommen. Ich mein bestes T-Shirt an am Rennwochenende, Samstag schon zum Qualifying. Ich dahin, Nürburgring, VIP-Parkplatz und ich hörte ja schon vom Weiten. Ich habe mir nur gedacht, Boxenluder. Klar, die Karre abgeschlossen und dann rein in den VIP-Bereich. Das heißt, ich wollte rein, vor mir stand plötzlich so ein Pressbär im Bossanzug. Dampf im Ärmel wie so ein Braunkohlebagger. Hör mal, guckt mich an und sagt, Sie kommen hier nicht rein. Ich sag, du lügst ja. Außerdem sind Sie viel zu sportlich gekleidet für unsere Veranstaltung. Ich sag, Kollege, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ich hier nicht reinkomme, dann hätte er doch nicht so einen Primaten wie dich hier eingepflanzt. Und jetzt geh aus der Sonne, sonst hast du morgen Tildauer-Festplatte. Ich schmier dir eine, da läufst du drei Paar Schuhe durch, bis du wieder an Stehen kommst. Ne? So, wutentbrannt zog er die Jacke aus. Das Unterputzkabel kam so 2 Zentimeter raus. Ich stand so in meiner Ecke. War am Überlegen. Soll ich ihn einfach nur töten? Oder auch weitmännisch aufbrechen? Und zum Glück für den Segers kam dann Silke mit den Ausweisen. Ich habe ja gesagt, ich bin doch überall so reingekommen. Und dann stand ich drin im Mekka der Vollgas-Paganinis, im VIP-Bereich der Formel 1. Ja, ich habe sofort gerufen, hey, Boxenluder! Atzi ist da, ich ziehe euch im ersten Gang bis 80! Nichts passierte. Ich zu so einem prominenten Tisch hin, da saßen sie alle. Alain, Prost, kam direkt an, stellte sich vor, Alain, Prost. Ich sag, Schröder auch, Prost. Ich denk mir, Moment, Alain, Prost. 52 Grand Prix-Siege, vierfacher Weltmeister, jede Menge WM-Punkte. Ich sag, Alain, apropos Autogramm, willst du eins? Ne? Aber ganz bescheidener Typ, direkt daneben, Jean Alesi. Jean Alesi, wie das schon klingt, wa? Wie Öl im Haar. Jean Alesi kam auch direkt an, er stellte sich vor, Alesi. Ich sag, Alesi, 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 Alesi. Sicher, unsere Mutter hat einen Toaster von dir. Sagt er, parlez-vous français? Farbe weiß ich nicht. Tut mir leid. Und so kannst du Englisch dann doch immer wieder gebrauchen. So, direkt daneben, Niki Lauda. Der fiel vor Lachen schon vom Stuhl. So, pass auf, und ab jetzt stimmt's wirklich. Das hatten sie von RTL so ein bisschen was vorbereitet. Da kommt Norbert Haug angeschissen, auch so ein RTL-Sklave, und sagt mir, Atze, hast du nicht mal Lust, im Zweisitzer McLaren mitzufahren? Er sagt, Norbert, wem willst du denn damit was beweisen? Er sagt, komm, fahr doch mal schön mit im Zweisitzer McLaren. Ich sag, Norbert, wenn ich in den McLaren einsteige, ich hämmer dir doch auf Anhieb so eine Zeit in den Asphalt, da kannst du eure finnische Heususa meinen Schrank sperren, das schwöre ich dir, oder? Sperr ihn in den Schrank! Die Heususe, ruckzuck saß ich drin in der Karre. Allerdings hinten. Ich wurde mit so 6 Sicherheitskugeln, wo ich mit dem Chassis quasi verschweißt. Und dann ging das zur Sache. Vorne Niki Lauda als Fahrer und dann ging das zur Sache. Und ich weiß nicht, was mit dem Lauda nicht stimmt. Ob der schlecht hört oder ein starkes Bein hat oder was. Hör mal, das ging zur Sache. Der hat da ein Gas gegen mich. Ich hab noch kurz gedacht, Boxenluder! Und der hat ein Gas, der hat da. Wenn ich hätte kotzen können, ich hätte ihm die Karre ran vorgemacht, ne? Ja, ich schwör's dir, schnell. 100 Euro. Wahnsinn. Boah, der hat ein Gas gegeben. Ich hab nur, mir war so schlecht, der, und der hat ein... Dabei waren wir noch in der Boxengasse, ne? Und dann ging das raus aus der Boxengasse. Wer das so ein bisschen kennt am Nürburgring, da kommt ja diese erste langgezogene Kurve. Hör mal, und wieder raus aus der Boxengasse und dem Lauder, dem haben sie was gegeben. Also das,
Das gibt's gar nicht. Also Kokain, Cookie Dent, eine Tasse Kaffee. Ich weiß nicht. Hör mal, wir auf diese Kurve zu, da auf diese Kurve. Ich denk, will der gar nicht bremsen. Hat der einen Anker oder was? Wir auf diese Kurve zu, mit 800 auf diese Kurve zu. Circa. Das können auch 900 gewesen sein. Wir mit 950 auf diese Kurve zu. Als wir da wieder rauskamen, war meine Hose ja schon fast wieder trocken. Hey, Wahnsinn! Fünf Runden mit Niki Lauda auf dem Nürburgring. Ich kam mir vor wie so ein Frosch im Mixer. Ich hab noch kurz gedacht, Boxenluder! Und dann ging's auch schon wieder in die Boxengasse. Zumindest der größte Teil von mir. Der Rest war im Anzug verteilt. Und dann habe ich endlich einen Boxenluder kennengelernt. Das war so eine Krankenschwester vom Roten Kreuz. Deutlich über 60. Aber sehr nett, sehr nett. Und Niki Lauda hat mir dann den Spruch verraten, den wir Autofahrer im Grunde genommen alle gebrauchen können. Straße nass, Fuß vom Gas. Straße trocken, drauf den Socken! Dankeschön!